Servus Leute, es ist Freitag und das heißt Videozeit bei uns. Und zwar heute mit dem Review zur. Nee, halt. Kein Review. Nee, wir machen heute ein Technikgedöns. Und zwar machen wir die Waffe, was hier drin ist. Hatten wir schon im Review. Wir werden sie mal ein bisschen tunen, modifizieren, je nachdem, damit das Ansprechverhalten noch ein bisschen besser wird. Um welche Waffe es sich handelt, schauen wir mal schnell rein. Also ist die S&T Bison und was wir verbauen werden, ist einmal einen neuen Motor, der Aimtop 430 für ein besseres Ansprechverhältnis. Dann ein Hop-Up-Gummi von SAS werden wir verbauen. Dann noch einen SAS, nee Quatsch, was ist das? PPS, Entschuldigung, Tuninglauf werden wir noch verbauen. 6,03 mm werden sie natürlich vor dem Umbau und nach dem Umbau einmal probieren, testen, kronen, wie auch immer. Und ja, was ich noch vergessen habe, Pisten werden wir auch noch wechseln. Okay, legen wir los. Viel Spaß. So, fangen wir mal an hier in der Werkstatt. Wir nehmen uns heute mal die S&T PP19 oder Bison vor. Wir wollen Folgendes verbauen. Wir wollen zum einen einmal den Tuninglauf einsetzen, dann natürlich den Motor für den besseres Ansprechverhalten im 7,4 Volt Lipo-Bereich, dann ein Pop-Up-Gummi der Firma SAS, dann einen neuen Pistnet, einen neuen Pisten und je nachdem einen neuen Zylinder. Der Zylinder hätte es schon gebraucht. Da müssen wir aber schauen, ob wir das benötigen. Ansonsten lassen wir es gehen. Es kommt jetzt darauf an, wie die Waffe im Inneren aussieht. Ja. Was dazu noch kommt, ist ein AK-Nozzle, das werden wir auch noch tauschen, damit die Waffe besser abdichtet. Und dann würde ich sagen, legen wir doch mal los. Also, wir haben als erstes das Gehäusedeckel ab und dann die Tuning-Teile mal auf Seite, damit wir besser herankommen an die ganze Geschichte. So, also als allererstes mal das Gestänge hier rausnehmen, die Feder. Achso, Moment. So. Das Ganze hier rausgenommen, dann haben wir hier diesen Pin. Der muss durchgeklopft werden. Dafür nehmen wir uns einen Hammer. Dann einen Durchschlag. Ich würde jetzt noch empfehlen, hier so eine Zange hinten drunter zu legen, damit ihr das durchklopfen könnt. Je nachdem, wenn es jemand nachmachen will. Ja, ist jetzt schon ganz unten durch. Okay, dann machen wir es mal so. Wir haben hier ist eine alte Schreinerbank, haben wir hier noch solche Löcher. Das ist recht angenehm bei sowas. Und dann klopfen wir das doch einfach so durch. Zack. Schon gut, ist rausgefallen. Jetzt müsste sich. Also so, wollen wir uns mal das Ding hier nehmen. Wie gesagt, das ist mehr so spontan entstanden, dass man da mal so ein Tech-Video macht. Deswegen bin ich relativ unvorbereitet. Deswegen würde ich auch sagen, verzeiht mir etwa Stockungen im Zerlegen von der Waffe. Ist wie gesagt, zack. So, dann nehmen wir das vordere Teil ab, das Frontset haben wir hier. So, dann haben wir hier den Lauf inklusive Befestigung hier. Nehmen wir uns die Gearbox kurz vor. Wie gesagt, das kann heute auch ein bisschen länger dauern, also nimmt ein bisschen Zeit mit, weil bei Airsofts habe ich die Erfahrung gemacht, dass es so, wenn man da ein bisschen was verändert, es funktioniert meistens nicht auf Anhieb. Ist generell so. So. Drehen wir das auf, den Feuerwehrhebel aufdrehen, genau, das fällt runter,
Zack, zack, aufheben, auch mal alles. Und dann müsste man die Gearbox schon mal rausziehen können. Dann werden wir jetzt noch das hier einmal lösen. Wird man vielleicht mehr Spiel haben. Und so. Ich muss einmal um, damit die Schrauben rauskommen. So, dann können wir schon mal die Hop-Up-Kammer entfernen. Entnehmen, entfernen, wie auch immer. So, jetzt müsste die Gearbox auch rausgehen. Ne? Wo hängt sie denn noch, Sabati? Jetzt. So. Ist ein bisschen anders im Vergleich zu normalen AKs. AKM-Serie oder wie auch immer, den Block, den behalten wir uns hier vorne für die Aufnahme vom Lauf und dann legen wir uns den Body auf Seite. Gut, nehmen wir die Gearbox, genau, fliegt uns schon das Zeug entgegen. Prinzipiell ist die Waffe ja eine ganz stinknormale V3 Gearbox. Ich sehe schon, wir haben hier schon Zylinder verbaut, Nozzle müsste man tauschen. Ja, da machen wir uns gleich dran. Schauen wir uns erst einmal den Lauf und die Hop-Up-Kammer an, auf jeden Fall. Also, immer die Hop-Up, die Laufnase, die Laufbefestigung entfernen und ziehen das Hop-Up nach vorne raus. Das ist natürlich so ein Chinesen-Hop-Up, was natürlich ordentlich Schmodder an der Pumpe, ja. Bäh, geht. Ja, auf Seite brauchen wir nicht mehr. So, dann haben wir innen den Spacer. Barrel Spacer und ja, ich baue das jetzt nicht ein, nur in der Zeit ein bisschen vorspulen und ja, bis gleich. So, ich habe mich entschlossen, wir zeigen das doch ganz kurz, damit auch mal Neulinge sehen, wie ein Hop-Up eingebaut wird. Also ich habe mich bewusst für das SHS Hop-Up entschieden, weil ich das schon in zahlreichen meiner Waffen verwende und ich bin eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ja zufrieden damit. Der größte Vorteil bei dem ganzen Teil ist, wir haben, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Autofokus, mach dein Ding, nee, macht er nicht, doch jetzt. Wir haben hier am Dings schon Rillen drin, das zur Abdichtung dient. Ist natürlich wesentlich angenehmer. So, dann schauen wir mal hier vom Hopper, wie weit ist das komplett reingedreht. So, dann nehmen wir uns den Barrel Spacer, legen den hier so oben rein und der muss dann in diese Führung im Inneren. Ist ein kleines Gefummel, sieht man es hier zum Beispiel. Ist ein kleines Gefummel, das Ganze meistens geht er nicht auf Anhieb rein. Dann muss man das Ganze etwas drehen. Ich nehme mir hier einen Schlitzschraubenzieher zur Hilfe. Und zack, drin ist das Ding. Gut, das Teil haben wir schon mal drin. Was ich euch auch empfehlen würde, ist zum Beispiel bei dem SHS-Gummis nach dem letzten Ring das Gummi zu entfernen, also ein bisschen abzuschneiden. Weil das Gummi ist sehr lang, es ist relativ lang. Und ja. Also, genau. Man hat einen kleinen Widerstand und wenn man den Widerstand merkt, einfach mal drüber und dann müsste das dann über den Lauf rutschen. Man kann jetzt zum Beispiel hier außenrum ein bisschen Silikonspray anmachen, also außenrum aufpassen, dass das nicht innen reingeht, damit es besser in die Hop-Up-Kammer flutscht. Oder, Andi, einfach hier ein bisschen anfeuchten mit Wasser, Spocke, was auch immer. Und dann müsste das besser reinflutschen. Zack. So, genau. Sitzt, wackelt und hat Luft. Dann nehmen wir die Laufbefestigung wieder, klipsen sie hinten rein. Das ist das, was ich gesagt habe. Den Gummi ein bisschen abschneiden, weil der steht jetzt hier über. Deswegen geht die Laufbefestigung nicht unbedingt optimal mehr rein. So.
Jetzt sitzt er. Gut. Dann haben wir den Lauf schon fixiert, gemoddelt, wie auch immer. Kommen wir zum technischen Part. Ja, ganz klar, natürlich Gearbox aufschrauben, ist logisch. Schraube, 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 Schraube. Und das spulen wir jetzt wieder vor. Sachen gelöst, der Motor ist locker, den Motor machen wir zum Schluss und jetzt schauen wir mal in die Gearbox rein. Also ich hebe es immer von unten nach oben, halt, da ist noch eine Schraube drin, ja, vielleicht vergessen, so. Ich hebe es immer von unten nach oben hoch, da kommt dann das ganze Ding entgegen und aufpassen auf euren Springer hier hinten, der steht ordentlich auf Spannung und kann euch davon fliegen. So, da haben wir das gute Stück, das ganze Geschichte entfernen hier mal, den ganzen Schmodder, Kladderadatsch und Gedöns. So, dann setzen wir das natürlich raus. Die Teile, dann die Gears lassen wir drin, die tun ihren Dienst auf jeden Fall noch, wenn auch nur länger Zeit ihren Dienst tun. Ich habe mal auf das Switch geguckt. Da wird es Zeit, dass wir umstellen auf 7,4 Volt, die bauen einfach einen stärkeren Motor. Ja, wir haben natürlich da hier schön den Stahlkugellager, die Gears, wie gesagt, lassen wir drin. Sind auch von der Schimmung her in Ordnung, da müssen wir nichts dran ändern. Und ja, so, wir haben alle Teile soweit jetzt eingesetzt. Gears, Feder, Abzug, Nozzle, alles wieder an Ort und Stelle. Jetzt sind wir zu, dass wir das Ding zukriegen. Nicht, dass uns die Feder wieder davon hüpft. Aber wenn ihr V3G-Boxen macht, ist die Feder in der Hinsicht hinten eingehakt. Da kann euch im Prinzip nichts passieren. Drückt mal ein bisschen runter das Ganze und zack ist die Gearbox wieder zu. Und man kann jetzt halt wieder mit dem Zuschrauben bzw. erstmal mit dem Fixieren des Ganzen anfangs. Und zwar nehmen wir weiter den Motor und den lege ich mal auseinander. Den legen wir uns kurz mal auf Seite hier. Lege ich mal hier rüber. Und zwar haben wir hier zwei Schrauben. Hier oben die Motorstellschraube, die ist jetzt schon hausen, die habe ich schon entfernt. Und ja, dann müssen wir jetzt erstmal das Ding hier aufschrauben. Ein kleiner Tipp. Da ist meistens Schraubensicherung drauf, dass die sich nicht von selber aufdrehen. Das geht relativ schwer. Kleiner Tipp, irgendwie markieren, dass da Plus- und Minuspol ist, nicht, dass er so verkehrt rum reinschraubt. Also hier haben wir jetzt hier natürlich den roten Stecker und hinten den schwarzen Stecker. Wir tun das jetzt mal hier markieren. Ein kleines Plus nachsetzen, damit wir wissen, hier ist rot. Gut, machen wir schnell die letzte Schraube raus. So, 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 so. So. Gut. Die haben wir entfernt. So, jetzt kann man den generell aufklappen. Vorsicht, hier ist eine Feder drin. Da ein bisschen aufpassen. Und hinten am Motor ist auch eine kleine Unterlegscheibe. Die hier. Auch aufpassen. Gut. Da haben wir den Motor. Den legen wir uns auf Seite. Und holen uns den M-Top-Part. So, bei der Scheibe müssen wir nachher einen kleinen Trick anwenden oder wir machen den gleich mit rein. Schauen wir mal, wie es bei denen hier funktioniert. Beim G36 mache ich immer ein bisschen anders. Genau, hier haben wir die Markierung, also rot ist oben. Upsa. Ja. Ja, die Kohlen sind unten dran. Gut, dann, also, wir legen das so ein, dass die Feder auf Zug kommt. So legen wir uns das Ganze rein. Dann ziehen wir uns das Ding vor, dass wir hinten die Unterlegscheibe noch einsetzen können und lassen das Ganze nach vorne schnellen. Hier, jetzt, wie gesagt, ist schon passiert, ist die Feder rausgehüpft. So, jetzt drehen wir uns das Ganze nach oben,
haken das Ganze von oben ein und drücken es nach unten zu. So, genau, das müsst schon, das war's schon, genau. Ist hier oben beim Einhaken, dass die Feder halt unterhalb vom Dings kommt, ein bisschen, ein kleines bisschen gefriemelt, aber es geht. Ist auch für einen Laien machbar. So, dann schrauben wir uns das Ganze dazu. Bla 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 bla. So und so. Ich habe jetzt auch mit Absicht kein Mikrofon rangenommen, weil es ein Technikpart, ich weiß nicht, braucht es das, einen besseren Ton. Wenn ihr das braucht oder sowas, dann postet es mir halt in die Kommentare, dann weiß ich es für die Zukunft. Ich persönlich finde es Blödsinn, bei einem Technik-Gedöns irgendwie auf guten Ton zu setzen, weil da geht es ja mehr um das Technische. So, dann machen wir uns jetzt schnell noch die Kabel da rein. Schraubenzieher zur Hilfe nehmen und die Kabel da rein flutschen. So. So, dann haben wir die Kabel wieder drin. Dann können wir auch, wenn ihr wollt, das wieder runterklopfen. Dann haben wir die Kabel wieder ein bisschen näher an der Gearbox dran hängen. Gut, dann drehen wir uns das Ganze um, nehmen uns den Motor und gucken, wie der anpasst. So, dürfte ranpassen. Und dadurch, dass wir uns ja die Sache markiert haben, wissen wir, plus minus müssen wir jetzt nicht unbedingt darauf achten. Hier ein bisschen diese kleine Führung rein. So. Ja, bei der AK geht es meistens nicht direkt. Gut, dann haben wir uns die Gearbox soweit wieder zusammengebaut. Dann nehmen wir uns den Body wieder her. Und die Gearbox legen wir jetzt auf Seite kurz. Jetzt befestigen wir uns den Knüppel wieder her, das heißt die Nase nach oben einsetzen, so, dann haben wir die kleine Schale drauf und den Feuerwehrhebel. Hier kann man schon mal testen, ob es geht, das müsste safe sein und das müsste dann abdrücken sein. Gut, dann schrauben wir uns das Ganze wieder rein. Das heißt, dass die Gearbox jetzt schon mal fixiert ist. Also sie kann jetzt nicht mehr irgendwo hin schwabbeln oder sonst wohin. Als nächstes machen wir uns den Griff ran. Ich mache immer dann gerne den Griff gleich an, damit ich sehen kann, ob das alles so harmoniert. Genau, klappt alles. Dann schraubt man den fest. Dann kann ich das auch problemlos unten drauf stellen, ohne dass ich Angst haben muss, die Kabel zu zwicken. So, dann haben wir das auch. Dann drehen wir uns das Ganze wieder um, nehmen uns die kleinen Schrauben hier, die hier, befestigen den Lauf wieder an der Führungsschiene. So, jawohl, fast. Gut, dann haben wir das auch. Die Sicherung war ja hier vorne drin. Lassen wir auch, wie gesagt, vorne drin. Und ja, so, dann setzen wir den Außenlauf wieder auf.
Soweit klopfen. Was da raussteht, ist bei der Bison normal. Jetzt sehe ich gerade noch, wir müssen das Ding hier noch einsetzen. Die Kondensierung. Hätte man natürlich nicht rausschrauben brauchen, aber gut, kann man vorher nicht wissen. So, alles klar, passt soweit. Dann das Verschlussblech wieder nach vorne und zu guter Letzt die Verriegelung für den. Jetzt wollen wir das Loch noch finden. Die Verriegelung für das ganze Oberteil. So, dann können wir das Verschlussblech wieder drauf machen. Hier haben wir das Akkukabel. So, das Verschlussblech dann wieder drauf gemacht. Gut. Haben wir den Technikpart parat, jetzt machen wir noch einen Chronotest vorher-nachher. Und wem es vielleicht schon aufgefallen ist, der Lauf guckt jetzt vorne raus. Es liegt ganz einfach daran, dass der Kollege, der die Waffe gekauft hat, vorne den PPS oder PBOS oder wie das Ding heißt, den speziellen Schalldämpfer drauf macht. Und er wollte einen Lauf, der in den Schalldämpfer reingeht. Kann euch gerne mal dann noch ein Bild oder ein kleines Video noch schicken, wie das Ganze im fertigen Zustand dann aussieht. Und ja, das war's vom Technikbereich. War heute mal was anderes, war sehr spontan gehalten. Nächste Woche kommt dann wieder ein Review oder ein Spielvideo, je nachdem, wie wir Zeit haben. Und ja, genau, du sagst es. Das war's, das Stichwort für mich, tschüss zu sagen. Wünsche euch ein schönes Wochenende, euer Heubi e.V. Macht's gut.